Na, ihr? Ich hab lecker Weizen. Und ich bringe euch einen neuen Freund. Und er bleibt auch bei euch drin. Oh, hallo Hundi. Hier. Oh, um Gottes Willen. Ja, sorry. Shit. Ich hab gedacht, ich kann den auch mit Fleisch füttern, auch wenn ich ihn noch nicht im Besitz habe. Aber das geht nicht. Ach. Verdammt. Scheibenkleister. Jetzt habe ich tatsächlich einen Hund killen müssen. Naja, aber wenn er mich angreift, was will ich machen, ne? Die brauchen ewig, bis die wieder ruhig werden. Und Damage machen die auch ordentlich. So, ich sehe hier kein Schaf mehr. Ein schwarzes, aber das hilft mir jetzt gerade nicht weiter. Weil das müsste ich erst umfärben. Okay, aber wir sind jetzt soweit ausgestattet mit 3 Schafen, einem kleinen, das passt. Dann können wir hier noch ein bisschen Querflügel, können wir ein bisschen züchten. Und dann passt das. Ich mache hier gleich nochmal ein bisschen Ackerbau an der Stelle, wenn wir sowieso schon da sind. Wenn wir sowieso schon da sind. Ja, hier ist unser Haus, wenn wir sowieso schon da sind, verstehst du? Voll klug und so. Jetzt hau mal die Dinger rein, so. Ja, ordentlich was zu tun. Die Schafe, die wir jetzt haben, die reichen auch eigentlich erstmal. Es kommt jetzt auch erstmal darauf an, dass wir unsere Betten kriegen. Und dafür haben wir jetzt fast genug Wolle. Ich glaube, ich gehe die gleich nochmal scheren. Dann müsste es eigentlich für 3 weitere Betten reichen. Dann ist das auch alles kein Thema mehr. Und Weizen haben wir jetzt mehr als genug. Das können wir jetzt dann bald selber verwenden. Das brauchen wir dann gar nicht mehr für die Zucht verwenden. Dann können wir dann mal gucken, was wir daraus noch machen. Aber eine Kuhzucht an sich und eine Schweinezucht vielleicht auch noch. Geht ja, glaube ich, alles mit Weizen. Dann werden wir das auch mal noch in Angriff nehmen. Müssen wir mal schauen. So. So. Ah, da ist noch ein Stück. Das wächst aber auch verdammt gut, das Zeug, ne? Also 2-3 Tage, an denen man etwas anderes macht und schon ist das ganze Feld wieder voll. Ist schon sehr effizient, aber wie viel man dann daraus machen kann, weiß ich halt nicht. Man kann irgendwie backen, Brot backen, müssen wir mal gucken, wie effizient das ist. Zeit, Materialaufwand eben. Wenn es sich lohnt, machen wir es. Dann haben wir auch das Feld aus einem guten Zweck gemacht. Gerade auch das Feld zu bestellen, zu pflanzen und so weiter, das geht extrem schnell, wenn man es einmal angefangen hat, weil dann sind die Dinger halt einfach immer schon vorgenässt. Da muss man die nicht neu aushaken. Oh, jetzt habe ich eins zu viel weggemacht. Dann ist es eigentlich ganz angenehm so. Den da noch. So, Feld ist bestellt, Schafe sind bereit. Ich gehe jetzt mal nochmal kurz scheren. Hallo, ich hätte gerne eure Wolle. Kriegen wir von Kleinen auch schon Wolle? Die Kleinen kann man nicht scheren, glaube ich, ne? 8 Stück. Kann sich einer von euch nochmal kurz regenerieren? Ich brauche noch einen Wolle. Oder? Nee, ich habe ja noch... Hatte ich nicht noch eine graue Wolle irgendwo? Hatte ich, glaube ich, ne? Wo habe ich die denn hin? Och, ich habe hier noch 20.000 weiße Wolle, dann ist das ja auch vollkommen wurscht. So, zack, zack, zack. Kann man leider nach wie vor nicht stacken hier. Jetzt hat es mich gerade geschüttelt. So, mal das hier weg, zack, zack. Und zack. Ja. Sehr enthaltsam. Und dann hier, zack. Und zack, soll halt dann doch so ein bisschen Gäste aus Charakter noch haben. Ja, New Halle, Hammer. Kann man jetzt mögen oder nicht? Wieso habe ich... Hä? Habe ich aus irgendwelchen Gründen die Steindinger abgelegt? Nee. Doch. Warum? Intelligent mal wieder. So, so. Ich könnte die auch noch einen höher machen. Hier für die ganz Enthaltsamen. Ich weiß nicht. Sollen wir die noch höher machen? Das ist eigentlich zu hoch.
soll wirklich nur so ein Beistelltischchen halt auf Kopfhöhe sein, wenn man im Bett liegt auf Kopfhöhe, nicht wenn man drin steht. So. Ich hätte noch eine Idee. Das ist dann schon wieder Beyond Bauernhaus eigentlich. Dazu brauche ich noch Eichenholz. Habe ich da noch was überhaupt? Ich glaube nicht, ne? Der Rest ist aufgeraucht. Davon, da ist noch was. Habe ich hier oben noch was? Ich schaue jetzt erstmal, ob noch was da ist. Hier ist nichts mehr drin. Hier ist nichts mehr. Nein! Oh. Und hier auch nicht. Oder machen wir das? Wir können es auch mit Fichtenholz oder mit Dschungelholz machen. Wir machen es mal mit Fichtenholz. Wartet mal. Da haben wir ja noch ein wenig was. So. Wir brauchen trotzdem Eichenholz für den Boden wahrscheinlich, ne? Aber das, was wir haben, könnte reichen. Wartet mal. Warten Sie mal, Jurz. Ich hab da was für Sie. So. Zack. 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 Komme ich da nicht hin? Doch, okay. So, und jetzt müsste ich das hier abdecken. Wartet mal. Zack. 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 So, so, so. Und so. Ist auch wieder was, wenn wir Glowstone haben, können wir das neu machen. Aber jetzt für einen Moment. Das ist, glaube ich, eine lustige Idee. Wo haben wir denn? Da haben wir. So, dim the lights. Ich weiß nicht, wie hell oder dunkel es hier drin jetzt ist, aber ich denke, für die Nacht reicht das. Ich meine, es muss ja auch nicht so hell sein. Und dann haben wir hier so eine schöne... ja, Bodenbeleuchtung sozusagen. Ich glaube, das kann man doch mal machen. Finde ich gut. Jetzt bräuchten wir hier noch ein Bild. Dann wäre das Zimmer eigentlich soweit fertig. Ja, ich meine, wenn man da drin schläft und am Tag kommt über die Fenster das Licht rein. Versteht ihr meinen Gedankengang? Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. So. Machen wir mal die Slabs kurz beiseite, nur dass wir gescheit arbeiten können. Die müssen wir jetzt dann gleich wieder hinsetzen, weil ich das andere Holz nicht habe. Das vollständige. So, zack, zack. Das ist jetzt natürlich billig gebaut. Aber man muss es jetzt nicht unbedingt sehen von außen. So. Dann kommt hier die Fackel direkt rein. Zack. Und jetzt müssen wir hier nur nochmal. So. Zack, zack. Zack, zack. Nein. Zack, zack und zack, zack. So, und jetzt noch die Glaskuppel drüber und dann die Fackeln hier weg. Dann haben wir hier schöne indirekte Beleuchtung. Ich teste jetzt mal. Ja, so viel dunkler ist es, so viel heller ist es mit auch nicht. Aber wir haben diese indirekte Beleuchtung. Und ich glaube mir zu wissen, dass das reicht. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Je nachdem, wenn ihr es jetzt auf YouTube noch deutlich sehen könnt, dann reicht's. Und so, ja. Und dann hier vielleicht an die Innenseite jeweils noch ein Bild hin. Ich glaube, das wäre dann auch ganz okay. Ich überlege mir dann halt noch, vielleicht machen wir dann doch nochmal eine große Fackel hin. Hier müsste dann Lightstone rein, der wäre auch heller. Der wäre auch heller und dann müssten wir unten das Holz nicht machen. Dann würde ich das Fichtenholz wieder rausnehmen und dann einfach den Lightstone da unten rein und dann die Glasscheibe drüber. Aber solange wir das noch nicht haben, machen wir das so. Genau. Ich wollte doch noch was machen. Ja, genau. Wir brauchen Spaß. Ich will Spaß. Nein, ich möchte die Räume jetzt noch kurz fertig machen, also Bilder besorgen. Dazu brauche ich Zuckerrohr. Und für Zuckerrohr müssen wir nach Hause. Und deswegen muss ich da eigentlich jetzt hier lang. Weil da habe ich ja eigentlich schon gesammelt, beziehungsweise angepflanzt. Und ich...
Ich gehe erst schlafen. Aber bevor wir uns jetzt hier wieder auf die Schnauze legen, weil es sich irgend so ein Skelett für wichtig nimmt, dann machen wir es lieber so. So. Und raus aus den Federn. Und dann ab in die Heimat. Produktiv die Aufnahmesession bis jetzt. Und ich bin ja noch nicht fertig. Wir haben jetzt schon die 2 Stunden locker überschritten. Das Haus ist fertig von außen.